Ja, Holzi, das war eine sensationelle Partie, eine recht feurige Partie gegen Austria Klagenfurt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, kann man so sagen. Außerhalb und auch auf dem Platz war es feurig. Ja, wir haben super Einstellung gehabt. Klagenfurt war Top-Gegner. Wir haben gewusst, was auf dem Spiel steht, dass die vor uns sind, dass wir die einholen wollen. Aber ja, wie wir das Spiel angegangen sind, auch die letzten Wochen schon, man hat einfach gemerkt, dass wir uns jetzt so ein bisschen gefangen haben. Und dass die Leistung kontinuierlich besser geworden ist. Und ja, das hat sich halt abgezeichnet. Auch unter der Woche haben wir ordentlich trainiert. Und genau das haben wir auch am Platz dann gebracht. Man war vor der ersten Sekunde an voll da, sehr, sehr druckvoll. Hat dem Gegner eigentlich kaum Raum gelassen, oder? Ja, auf alle Fälle. Das muss man sagen. Die haben echt Probleme mit uns gehabt am Anfang. Bis zur Büroshow oder bis zum Feuerwerk, sagen wir es mal so. Da haben wir dann ein bisschen so ja, 15 Minuten Pause gehabt. Da waren wir, sagen wir, wieder ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, haben wir das Spiel souverän gewonnen. Bleiben wir kurz bei der Büroshow. Ja, für alle sehr, sehr, sehr überraschend. In der 30. Minute regnet Feuer vom Himmel ganz plötzlich. Wie hast du das erlebt? Was hast du dir da für Gedanken gemacht? Ja, Gedanken, das war überraschend. Also es hat eigentlich alles super gepasst zum 2-0. Direkt der Feuerwerk haben wir gedacht, schaut super aus. Aber dass am Ende dann halt so ja, mehr oder weniger ein bisschen in die Hose geht, ja, kann keiner wissen. Aber war trotzdem von außen schön, aber am Ende halt ein bisschen blöd gelaufen. Danach? Also kurze Unterbrechung eigentlich, die Feuerwehr hat das sicher erledigt gehabt. Wie kommt man nach so einer Unterbrechung wieder raus auf den Platz? Ja, ist dann immer nicht so einfach. Wie gesagt, es war dann, ich weiß nicht, wie es war, 10, 15 Minuten. Hat schon ein bisschen gedauert, bis dann halt wieder in Spur findest. Dauert auch eine Zeit, dann war zum Glück auch Halbzeit. Aber ja, es ist, wie gesagt, nicht einfach, wenn es so eine Unterbrechung ist. Vor allem, wenn man gerade so ja, ein bisschen im Flow ist, dann tut man sich am Anfang ein bisschen schwer. Aber ja, wir haben das gut gemeistert. Zweite Halbzeit? Ja. Ganz normal. Da hat der Gegner dann natürlich auch umgestellt. Die haben sie dann auch ein bisschen analysiert und haben es dann natürlich besser gemacht. Aber ja, wir haben gewusst, wir müssen das jetzt gut verteidigen und kriegen dann noch die Chance. Am Ende müssen wir eigentlich unsere Chancen noch besser ausspielen, dann gewinnen wir das Spiel am Ende 3-0. Holzi, bleiben wir bei dir. Seitdem du da bist, bist du ja, unumstrittener Stammspieler. Du hast dich sofort gut integriert. Ja, wie gefällt es dir denn da bei uns und was haltest du von der Liga? Mir gefällt super. Natürlich habe ich ja schon mal gesagt, mit Corona ist aktuell ein bisschen schwierig. Da ist überall eher ein bisschen mau, sage ich, auch in der Stadt. Aber super. Also in der Truppe ist top. Wir haben eine super Einheit und die haben ja gut aufgenommen. Und ja, das hoffe ich, dass ich mit Leistung irgendwie zurückziehen kann. Und ja, die Liga an sich ist super. Also das ist ausgeglichen. Natürlich gibt es auch Mannschaften, die dann hinten drin stehen, über die, was du halt dann auch mehr oder weniger die Spiele entscheiden musst. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Top-Liga. Wie bist denn du mit deiner eigenen Performance und mit deiner eigenen Entwicklung zufrieden? Ja, das müssen immer andere beurteilen, sage ich mal so. Aber ja, ich gebe mein Bestes immer im Training und im Spiel und ich hoffe, dass ich der Mannschaft so helfen kann. Und die Entwicklung des Teams, seitdem du da bist? Super, muss ich echt sagen. Am Anfang, wo wir angefangen haben, in der Vorbereitung, hat man schon gemerkt, ja okay, wir brauchen ein bisschen, aber wir haben uns jetzt super eingespielt und ja, die Automatismen, die funktioniert immer mehr. Bei dir läuft es ja tatsächlich auch ganz gut. Du hast dein erstes Tor mittlerweile erzielt bei den Young Violets. Ohne das jetzt despektierlich rumzubringen, so oft passiert dir das nicht? Naja, was heißt so oft passiert es nicht? In den letzten Spielen oder letzten Vereinen habe ich auch einige Tore gemacht, also einige 6 bis 8 immer so im Durchschnitt. Ich wollte der Mannschaft Stabilität geben. Ich bin älterer Spieler, möchte jung ein bisschen helfen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe und natürlich versuche ich dann auch Tore zu schießen, aber am Ende ist es mir egal, ob ich jetzt 5, 6, 7 Tore habe. Ja, am Ende zählt das Ergebnis und wer die Tore schießt, ist mir dann wurscht, Hauptsache gewinnen. Ja, du hast dein erstes Tor in Wien erzielt, am Sonntag geht es wieder nach Wien, diesmal zu Rapid 2. Das ist ein Gegner, den, glaube ich, die Öffentlichkeit ziemlich unterschätzt. Habt ihr euch schon mit dem ein bisschen auseinandergesetzt? Nein, wir haben jetzt eben ein bisschen frei gehabt und dass wir mal die Birne, weil die letzten Wochen waren anstrengend. Wir haben uns jetzt auf den Gegner noch nicht so darauf eingestellt, aber die Woche hat erst begonnen. Das machen wir auf alle Fälle die Woche noch mit dem Trainer. Da werden uns schon noch einige Sachen sagen, wie Rapid spielt, auf was wir uns einstellen müssen. Aber im Endeffekt zählt eh die Leistung, was wir bringen am Platz. Und wenn wir die wieder abrufen, wie gegen Klagenfurt, dann wird es für jeden Gegner schwer, uns zum Schlagen. Vielleicht kann ich da was erzählen. Sie haben aus der Klagenfurt geschlagen, 3-2. Sie haben Lafnitz geschlagen, sie haben Liefering geschlagen, haben gegen den GRK unentschieden gespielt. Sind trotzdem hinten drinnen in der Tabelle, aber spielen ein bärenstarkes Frühjahr. Also es ist schon ein gefährlicher Gegner. Ja, auf alle Fälle. Jeder Gegner ist ernst zu nehmen, vor allem halt jetzt auch wahrscheinlich gegen uns.
uns möchte heute, oder Wacker Innsbruck möchte heute wahrscheinlich jeder schlagen. Von dem her, ja, müssen wir uns gut einstellen und ja, die richtige Einstellung am Ende finden. Und dann denke ich, dass wir da auch 3 Punkte mitnehmen können. Mhm. Wir haben es jetzt in der eigenen Hand, Thema Aufstieg. Ja, das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich alle Spiele gewinnen werden müssen. Ist das bei euch intern ein Thema oder wie geht es hier damit um? Es gibt immer die Floskeln, wo keiner hermachen kann. Schau von Spiel zu Spiel. Es ist aber auch so, also wir müssen uns einfach konzentrieren. Jetzt wollen wir unsere Leistung abrufen und wenn wir am Ende dann die Spiele gewinnen, dann werden wir auch oben stehen. Das ist unser Ziel, weil wir uns jetzt alles so erarbeitet haben. Und ja, das wollen wir jetzt nicht mehr hergeben. Deswegen verteidigen wir das mit aller Macht. Ja, Holzi, genau das wünsche ich da. Ich hoffe, dass es genauso eintreten mag. Vielen, vielen Dank fürs Interview und alles Gute. Danke.